Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und ihr habt ein kleines Tutorial dazu erbeten und jetzt kommt es. Seitheben am Kabel. Eine der Disziplinen, die ich so mit am stärksten und am besten fand beim Aufbau meiner Schultern. Zum einen hat mir sehr gut geholfen, weniger ist mehr. Gar nicht trainieren, bis nur ein bisschen trainieren. Schaut, was ihr für ein Typ seid. Irgendwann solltet ihr die Schultern dann auch wieder trainieren. Aber vielleicht brauchen sie so ein bisschen ankurbeln. Das brauchten sie bei mir definitiv. Dann war es aber eine der Übungen, die sich mit am besten anfühlten. Und die wirklich, wirklich gut auf dem mittleren Delta gehen, wenn man weiß, wie man es zu justieren hat. Und genau das zeige ich euch heute. Welche Möglichkeiten es gibt, die ihr sonst nicht habt, nicht beim regulären Seitheben mit den Kurzhanteln und warum ihr das Ganze auch einarmig machen solltet und nicht beidarmig. Dazu kommen wir jetzt, denn es gibt eine ganze Menge, was ihr beachten könnt, nur um eure, und das ist die große Betonung, eure individuelle perfekte Position zu finden. Hier kann ich euch Tipps geben, was ihr alles einstellen könnt, aber eure Einstellung müsst ihr selbst erfahren. Wichtig ist, dass ihr auf den mittleren Delta kommt. Da müsst ihr euch reinfinden. Da müsst ihr den Pump reinbekommen, da müsst ihr das Stechen spüren und variiert so lange mit den Dingen, die ich euch gleich nenne, die unheimlich wichtig sind, bis ihr diesen Punkt gefunden habt. Und dazu gibt es, wie gesagt, eine ganze Menge Weichen. Zunächst einmal muss das natürlich von da oben runter und hierhin. Aber wir lassen es mal auf halber Höhe. Denn jetzt kommt die erste Überraschung. Ich werde es genau dabei belassen. Warum ist denn da so viel Gewicht dran? Ich werde es genau dabei belassen. Hier ist kein Griff dran. Ihr kennt das meistens nur mit Griffen. Aber kleiner Tipp, das heißt nicht, dass das hier viel besser ist oder das andere falsch ist. Aber probiert es mal aus ohne einen Griff. Bei dem Griff kann man nämlich viel leichter dazu neigen, weil man den eben nicht so leicht hin und her bewegen kann, dass man eben in einer bestimmten Handgelenkstellung forciert wird. Hier kommt ihr viel leichter dazu, die Hand in der richtigen Position zu halten. Heißt, dass ihr eine Position habt wie diese, Hand zeigt dann später nach unten, beziehungsweise der Handrücken nach innen, denn ihr kennt das Prinzip, ihr solltet es ein bisschen eindrehen, die Hand, damit ihr den mittleren Delta besser erwischt und bloß nicht nach oben drehen, das Ganze. Und das können wir natürlich viel besser, wenn wir hier einen Hammergriff anwenden, statt hier schon die Hand einzudrehen, wenn wir eine Griffvariante haben. Probiert es mal aus, ich mag es so wesentlich lieber, komm damit besser zurecht und hier habt ihr meistens einen Knauf, wo ihr richtig gut greifen könnt, dann rutscht ihr auch nicht aus. Das Ganze kommt dann natürlich nach unten, wählt am Anfang erstmal ein leichtes Gewicht, gut aufwärmen, damit ihr nicht zum Aufwärmen nur euren Delta aufwärmt, sondern vor allem die perfekte Position findet. Und nun kommen die ganzen Variationen. Grundbewegung sollte sein, Arm ist kurz vor der Streckung und bleibt möglichst so. Also nicht auch noch den Winkel verändern. Irgendwo könnt ihr euch festhalten. Hier habe ich natürlich super eine Stange. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, um sich ein bisschen zu fixieren und zu helfen. Wenn ihr einen Spiegel habt, noch besser. Und dann versucht ihr erst einmal, euer ganzes Schultern, euren ganzes Kreuz, euer ganzes Schlüsselbein gerade zu halten. Nicht schief halten. Nicht eine Schulter über die andere. Gerade halten. Und dann versucht, gedacht, nicht das Ganze nach oben zu bewegen, sondern gedacht, zur Seite zu halten. Ihr versucht, sich seitlich hinzubewegen. Und das, wie gesagt, mit dem gestreckten Arm. Dahin. Nicht versuchen, nach oben zu kommen. Ist mehr ein Gedankenspiel, weil die Bewegung bleibt die gleiche. Ein Bein kommt nach vorne, das andere nach hinten. Welches kommt nach vorne? Das könnt ihr euch gerne aussuchen. Aber das hier wäre jetzt in diesem Fall im Weg. Guckt, dass ihr die größte Stabilität erreicht. Eigentlich gibt es hier kein so sollte es sein. Ich tue ganz gerne das rechte Bein nach vorne, wenn ich rechts trainiere, weil ich da einfach eine gewisse Stabilität mehr drin habe. Aber das kommt auch so ein bisschen auf die Stellung ein, die ihr gleich mit den Füßen einnimmt. Ich halte mich fest, halte mein Kreuz gerade und dann geht es da hoch. Und ihr seht, meine Hand zeigt bereits nach unten. Und so kommt ihr mehr auf den mittleren Delta. Das sollte so grob die Bewegung sein. Ihr seht auch, ich gehe schneller nach oben, halte es ein bisschen oben, gehe langsam nach unten. So darf es aussehen. Jetzt kommt das I-Tüpfelchen zum Schluss. Und das ist perfekt beim Seitheben. Zum Schluss müsst ihr nicht mehr diese akkurate, saubere Stellung einhalten. Wenn ihr gar nicht mehr könnt, macht erstmal Teilwiederholung. Hier hoch, langsam runter. Hoch, langsam runter. Dann könnt ihr aber auch gerne mal abfälschen. Solange ihr oben wieder in der völlig geraden landet, heißt Schultern auf einer Höhe mit der Faust. Wenn ihr da landet, ist alles gut.
Heißt, ihr könnt Schwung holen. Ihr seht, jetzt hole ich Schwung. Geh hoch, lande aber wieder hier. Ich richte mich wieder ein und langsam gegen ankämpfen. Und. Das dürfen die letzten Wiederholungen sein. Quetscht alles raus. Und wenn ihr nochmal den hier macht, dann ist das auch okay. Ja, das ist eine Abfälschmethode, aber dadurch quetscht ihr das letzte bisschen raus. Und jetzt kommen wir zu den wichtigen Justierungen. Zum einen, wo ihr euch befindet zur Achse. Zieht ihr das Ganze ein bisschen mehr nach hinten, dann ist auch noch gleichzeitig ein Zug nach vorne. Euer Arm wird mit nach vorne gezogen. Was passiert aber dadurch? Der Muskel muss natürlich gegensteuern. Ihr zieht ein wenig mehr mit nach hinten. Und das ist ein kleiner Trick. Der mittlere Delta wird etwas besser angesteuert, wenn ihr den vorderen rausnehmt und den hinteren tendenziell mehr drin habt. Deswegen beugt man sich auch gerne ein bisschen weiter nach vorne, weil man da tendenziell besser auf den mittleren kommt. Spielt damit ein wenig, mit der Position, wie weit ihr nach hinten geht. Es soll natürlich nicht so weit nach hinten sein, dass es schon nur noch auf den hinteren Delta geht. Aber ein wenig nach hinten und ihr habt genau diesen Punkt vielleicht drin und kommt viel besser auf den mittleren dadurch, weil ihr das nach hinten etwas halten müsst. Natürlich könnt ihr auch weiter nach vorne gehen. Und dann habt ihr im Prinzip eine gegenteilige Bewegung. Guckt, wo ihr es besser spürt. Tendenziell wird es aber sein, wenn ihr einen Schritt nach hinten geht, einen halben nach hinten geht, eine Fußlänge nach hinten geht. Dann habt ihr auch noch eine Variation, wie ihr euch zum Gewicht hindreht. Angenommen, ich drehe mich ein wenig vom Gewicht weg, dann habe ich zum einen das Problem, dass ich mit dem Kabel jetzt natürlich hieran vorbeikommen muss. Das heißt, ich muss automatisch eine Fußlänge nach hinten. Und dann habe ich schon fast mehr Frontheben drin. Sollte ich aber meine Fußstellung mal ein bisschen in die andere Richtung neigen und ein bisschen mehr mit meinem Gesicht in die Richtung gucken, dann habe ich auch wieder ein ganz anderes Gefühl im mittleren Delta drin. Und so könnt ihr es ein wenig variieren. Nach vorne, nach hinten und ein wenig reindrehen. Das sind schon mal die wichtigsten Positionen. Jetzt haben wir aber noch eine dritte Achse, wo wir es ein bisschen verschieben können. Hier habe ich einen Winkel, immer im 90 Grad müsst ihr vorstellen, wo jetzt die stärkste Belastung, das hier ist der 90 Grad Winkel zwischen meinem Arm und dem Kabel, dem Gewichtverlauf quasi, hier ist. Jetzt kann ich mich natürlich viel weiter hier rüber stellen und dann habe ich das ein wenig an einer anderen Position. Auch das hat einen minimalen Effekt. Und jetzt könnt ihr eigentlich loslegen. Das sind die drei Achsen. Experimentiert damit viel rum. Dieses Tutorial kann nicht so weit gehen, dass ich so sage, das ist die perfekte Fußstellung, das ist der perfekte Abstand und so weiter. Aber was ich euch hier an die Hand gebe, ist, wie ihr es einstellen könnt, wo ihr ganz bewusst darauf achten müsst. Und wenn ihr diese Übung personalisiert zu eurer persönlichen perfekten Einstellung, dann habt ihr vielleicht sogar die perfekte Übung für euren mittleren Delta. Und dann kann ich euch nur empfehlen, macht Teilwiederholungen, macht Abfälschsysteme, geht vielleicht sogar auf ein Dropset und es könnte die absolut beste Nummer 1 Übung sein für euren Delta, für den mittleren Delta und damit für die gesamte Schulter. Wem das Tutorial so weit gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, schaut euch mal die ganzen anderen Tutorials hier an und schaut auch gerne mal bei Protein Arena vorbei und spart 15% auf eure Lieblingssupplements, gar nicht nur von einer Marke. Und wer jetzt das nächste richtig coole Tutorial sehen möchte und vielleicht einmal zwei richtig tolle Brusttipps haben möchte, wie man die Brust besser spürt, das findet ihr hier. Schaut euch dieses Video an, schaut euch mal die ganzen anderen Videos an und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch keine weiteren. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.